You like to fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Fix you a sandwich, buddy. Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got 50 bucks on the black kid. Let's get a ringside seat. Son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Abbott! You get out here right now! Step back! LAPD! Ja, mal gucken, was der gute Kerl hat. That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro. I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this. So are we here because you lost money, or because we're investigating a prize fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Ja, scheint so, als würden wir jetzt erstmal nach einem Boxer suchen. Okay. Haben wir da gerade kurz was gehört? Ah, hier haben wir einen Hinweis liegen, okay. Boxhandschuh? Irgendwelche Hinweise hier drauf? Nee, natürlich nicht. Okay. Ah, hier, wir haben ja auch noch eine Zeitung. Die werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons. For short-term gain. We came home from China. On the Cool Ridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Hmm. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it.
Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. You can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Ja, der Doktor, der ist auf jeden Fall ein echt komischer Dude. Okay, wir haben noch 5 Zeitungen. Mal schauen, ob wir die auch noch alle finden oder ob wir schon mal irgendwelche übersehen hatten. Hier haben wir auf jeden Fall noch irgendwo Hinweise. Hier in der Dusche vielleicht. Nee. Wir müssen immer auf diese kleinen Keyboard-Töne hören. Ah, hier haben wir doch. Ah, ist auch nur wieder so ein Boxhandschuh. Don't think this is any use to us. Der nützt uns auf jeden Fall nichts. Okay, was war da auf dem Tisch? Da hatten wir schon alles. Hier vielleicht noch einen Spind. Genau. Okay, wir nehmen erstmal das Unwichtige hier in die Hand. Kann ja auch sein, dass es dafür eine Trophäe gibt. Bei der Reefer Madness Aufgabe gab es auf jeden Fall eine Trophäe dafür, dass man mehrere von diesen Konservenbüchsen durchsucht hat. Was a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Ah, okay, also scheint so, als hätte er vielleicht auch mitgewettet. Was bei einer getürkten Wette natürlich nicht unbedingt schlau ist. Okay, wir gehen mal zum Telefon. Und rufen mal in der Zentrale an und schauen mal, was die uns sagen können. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me. Roy, you out of pocket too? Mickey, seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. I think you had the mixture pretty scared. Ja, der Cole Phelps hat auf jeden Fall keine Angst vor Mickey Cohen. Naja, wie dem auch sei, wir werden mal in die Zentrale anrufen und werden weiter den Fall nachgehen. Ich denke mal, auf Mickey Cohen werden wir noch früh genug treffen. Also nochmal treffen. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks, ma'am. Alles klar. You know the place? Flop ab zu dem Hotel. Quarter a night, no questions asked. Ja, wenn du auch schon weißt, wo es ist, dann kannst du ja auch direkt fahren. Aber ich denke mal, wir werden es trotzdem nochmal hier anwählen müssen, das Hotel. Da, Hotel El Mar. Als Zielort festlegen. Perfekt. So, Kollege schon fährt. You can drive. Dann schauen wir mal, was da rauskommt. Also unser jetziger Partner scheint auf jeden Fall der korrupteste zu sein. Aber ist auch irgendwie der interessanteste. Do I know the hint of reprimand in your tone, detective? Talking to gangsters comes with the turf.
You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Ja, da sind wir auch schon. Hotel Elmar. Wäre auf jeden Fall schon... Also, der Boxer wäre auf jeden Fall relativ dämlich, wenn er sich jetzt hier aufhalten würde. Ich meine, es ist ja klar, dass man seinen Spind durchsucht. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Ja, ist natürlich auch klar, dass man nicht den richtigen Namen hier angibt. Aber schauen wir mal, ob wir hier irgendeinen verdächtigen Namen sehen können. Nach prominenten Engländern, okay. Aus der Zeit. Shirley Temple? Ja, Shirley Temple. Okay, ich weiß natürlich auch nicht, ob die... Ich weiß auf jeden Fall, dass Shirley Temple eine prominente ist. Und Orson Welles natürlich auch. Okay, es klang aber auch britisch irgendwie, Orson Welles. Glenn Ford. Ava Gardner. Okay, also ich kenne sehr viele Namen, die hier auf der Liste stehen. Also nicht alle. Aber auf jeden Fall ein paar. Und also woher soll ich jetzt halt wissen, welche aus England kommen? Deswegen gehe ich halt erstmal hier auf jeden drauf. Okay, gehen wir nochmal hier auf diese Seite. Was haben wir denn hier? Heppo Marx, Gene Turney, Clark Gable, Winston Churchill. Okay, Winston Churchill ist auf jeden Fall ein Engländer, das wissen wir, da gehen wir gleich mal drauf. Gene Harlow, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Bob Hope, Vivien Leigh, Lana Turner, A.T. Shaw. Okay, das sind auf jeden Fall alles, also viele Namen, die man schon mal gehört hat. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flophouse, Adley can't get out from his shadow. Ja, würde mich auf jeden Fall wundern, wenn wir jetzt hier auf Winston Churchill treffen würden. Zumal der eigentlich in England sein müsste, ne? In der Zeit. Okay, wie weit sind nochmal die Nummer? Ich habe mir die Nummer gar nicht gemerkt. 205. Okay, ja, die Nummer hätte ich mir natürlich merken sollen, aber ich gehe einfach mal in jede Tür und I don't know what makes you so stupid, wird schon schief gehen. Really 203. 203 war es auch nicht. Oh, hier steht doch jemand. Come on, you can tell me. 202. Okay, scheint aber auch nicht die Tür zu sein, die wir brauchen. 201. Ist wahrscheinlich genau die letzte Tür. Door is unlocked. Ja, natürlich ist es die letzte Tür. Es ist immer die letzte Tür. Okay, was haben wir hier? Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Okay, hier fällt aber auch nichts irgendwie. Ah, hier haben wir doch. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. Okay, den Hinweis haben wir auf jeden Fall relativ schnell gefunden. Wir werden hier trotzdem noch ein bisschen weiter gucken. Okay, hier haben wir nochmal. Buchmacher aus Zahlung, okay. 11 grand would be a nice little nest egg. Okay. Finden wir hier noch was? Ich glaube, das hier ist nur ein bisschen... Okay, ob das eine Kinokarte? Und haben wir hier noch irgendwas drin? Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight.
Nö, es sind einfach nur irgendwelche Pralinen. Legen wir einfach wieder hin. Und hier Müll vielleicht noch. Western Union, okay. Ein Telegramm. He must be heading home. Hier haben wir auf jeden Fall viele, viele Hinweise schon mal gefunden. Hier vielleicht noch irgendwas. Ah, okay. Scheint so, als wäre er vielleicht nach dem Boxkampf nochmal hier gewesen. Weil diese Dinger trägt man doch eigentlich nur zum Boxen. Okay. Ansonsten. Ja, wir haben alles nachgeguckt, würde ich sagen. Dann gehen wir wieder. Let's go after his girl. See if that gets us any closer. Okay, dann gehen wir mal wieder zum nächsten Ort. So, Orte. Candy Edwards Adresse. Da haben wir's. Da geht's hin. Unser Kollege fährt. You're behind the wheel. So, you boxed in the Marines? Ja, mal gucken, we all did. Standard training. Ob wir unseren Boxer noch finden. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. Da sind wir schon. Aleph Motel. Okay. Ja, solche Hotels sind auch charakteristisch irgendwie für die USA. Guten Tag. LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type. Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass wir jetzt eine Leiche finden werden? Und keinen mehr, der lebendig ist. Keep it up, bitch. He's gone and fucked both of us, and you know where he's hiding. Now tell me where he is before I cut you. Ah, doch keine Leiche zum Glück. Like hitting women, do you? We had a goddamn arrangement! Well okay, okay, okay. Ah, ich weiß gerade nicht, wie ich boxe. Ah, okay, so ein... Alright. Auf X, alles klar. Na, komm, komm. Down mit dir. Ah, diese Boxmechanik, die ist echt... Bei jedem Spiel immer anders.